So. Na dann. Bevor wir jetzt noch richtig loslegen, soll ich den Chat hier einfach so einblenden oder habt ihr lieber das Bild hier? Das wäre jetzt mal meine erste größere Frage. Proto ist für den Chat. Noch hier. Ah. Hallo, Regeno. Schön, dass du auch da bist. Und hi, Fresh. Also, ich sehe jetzt hier zwei Stimmen für Chat. Irgendjemand dagegen? Ja, dann mache ich ihn jetzt hier einfach an. Und hallo Don Marcy, schön, dass du auch hier bist. Und welchen Starter ich wohl nehmen will, das wird eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Naja, ich würde sagen, ich drücke jetzt hier einfach mal den Knopf. Und dann lasse ich das Intro laufen. So, dann haben wir das Intro jetzt auch hier mal. Und hallo Kata, schön, dass du auch hier bist. Und ja, ich habe meinen alten Spielstand vorhin schon gelöscht. Das heißt, ich kann jetzt hier auch direkt ein neues Spiel anfangen. So, machen wir doch einfach mal. Wo bin ich hier? Ist das ein Traum? Kann es sein, träume ich etwa? Oh, das eben. Kein Zweifel, ich höre von irgendwoher eine Stimme. Irgendjemand ruft nach mir. Du, der jetzt meine Stimme hörst. Bist du vielleicht ein Mensch? Falls ja, dann habe ich eine Bitte an dich. Rette uns. Bitte rette die Welt der Pokémon. Wir brauchen deine Hilfe! Was? Was war das gerade? Was habe ich da eben gesehen? Dieser
Dunst. Nanu, ich kann etwas erkennen, wenn auch nur undeutlich. Bin das etwa ich? Mein Abbild ist ganz verzerrt. Meine Gestalt verändert sich. So, hier an dieser Stelle dürfen wir uns aussuchen, welches Pokémon wir sein möchten. Es sind insgesamt 5 Pokémon zur Auswahl, nämlich Pikachu, Floink, Otaro, Milza und Serpifeu. Und ja, wer mich gut genug kennt, der weiß, dass ich hier keinem Otaro widerstehen kann. Otaro soll es also sein, ja natürlich. Ich verwandle mich in ein Otaro. Tatsächlich. Ich bin jetzt ein Otaro. Ah, dieses Licht. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber diese Stimme, die vorhin um Hilfe rief, ich glaube, sie kam von dort drüben. Sie bat mich, die Welt der Pokémon zu retten. Okay, weiter mache ich hier nicht. Aua, ich sehe lauter Sterne. Sonst ist alles um mich herum schwarz. Hey du. Bist du in Ordnung? Komm zu dir. Kannst du mich hören? Ich höre eine Stimme. Wer ist das wohl? Ah, ich kann langsam aber sicher wieder etwas sehen. Das ist ja ein... So, an dieser Stelle dürfen wir uns jetzt noch unseren Partner aussuchen. Da bleiben jetzt die 4 anderen einfach übrig. Und ja, mein Partner ist in Pokémon Mystery Dungeon Gates to Infinity eigentlich immer ein Pikachu. Außerdem habe ich schon jemandem versprochen, dass er mein Partner Pikachu sein darf. Also, ja. Oh, du bist aufgewacht. Bist du in Ordnung? Wow, ein Pokémon. Ein Pokémon, das spricht. Bist du verletzt? Ach so, ich bin ja jetzt ein Otaro, also verstehe ich die Sprache der Pokémon. Dir fehlt absolut nichts? Ganz sicher? Jetzt echt? Das freut mich. Bist immerhin aus allen Wolken gefallen und das meine ich wortwörtlich. Ich bin vom Himmel gefallen? Ach so, stimmt ja. Ich habe dieses Licht gesehen und dann bin ich in die Tiefe gestürzt. Du hast echt Glück, nicht mal einen Kratzer abbekommen zu haben. Ein wahrer Glücksfall. Aber ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich bin Pikachu. Und du? Wie heißt du? Wie ich heiße? Ja, richtig, mein Name. So. Erstmal hier Stift rauspacken. Hier erstmal schön meinen Namen eingeben. So. Dein Name lautet also Kilian. Ja. Kilian. Kilian ist also dein Name. Freut mich sehr. Und woher kommst du, Kilian? Nein, dass du vom Himmel gefallen bist, weiß ich ja schon. Jemanden wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Daher frage ich mich, wo du geboren bist, wo du lebst und so, na, du weißt schon. Und natürlich frage ich mich auch, warum du so plötzlich vom Himmel gefallen bist. Und jetzt sag bloß nicht, dass du tatsächlich in den Wolken wohnst. Verstehe. Tja, was antworte ich jetzt am besten darauf? Soll ich sagen, dass ich aus einer Welt jenseits von Wolken komme? Das glaubt doch keiner.
Wenn man wenigstens das Loch im Himmel sehen könnte, durch das ich gefallen bin. Aber lügen will ich wiederum auch nicht. Das Beste ist, ich sage die Wahrheit. Was? Du bist also in Wirklichkeit ein Mensch, Kilian? Du hast jemanden Hilfe rufen gehört und plötzlich warst du ein Pokémon? Du bist also aus der Welt der Menschen zu uns gekommen? War ja klar, wer würde sowas auch glauben. Okay, alles klar. Ich glaube dir. Natürlich glaube ich dir. Was? Einfach so? Da bin ich baff. Klar, was du da sagst, Kilian, klingt natürlich schon ziemlich verrückt. Ich dachte, Menschen gäbe es nur im Märchen. Allein die Vorstellung, dass ein Mensch zum Pokémon wird und eines Tages einfach so vom Himmel fällt, ist schon bizarr. Aber wie soll ich es sagen? Ich glaube, dass es auf der Welt viele Dinge gibt, die mysteriös und unerklärlich sind. Wer weiß, vielleicht ist das ja alles auch gar nicht so mysteriös. Es liegt eben in der Natur der Dinge, das mysteriös zu finden, was man nicht kennt. Wow. Das ist wirklich mal eine erfrischende Sichtweise der Dinge. Ich will noch viel mehr wissen und noch viel mehr sehen. Und ich möchte Pokémon begegnen, die bisher noch niemand gesehen hat. Ich möchte Ruinen und Höhlen erforschen. Ich möchte allerlei Abenteuer erleben. Kurzum, ich möchte Abenteurer werden. Also habe ich mich auf Reisen begeben und, naja, hier bin ich. Aber ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss etwas wahnsinnig Wichtiges erledigen. Ich würde mich ja gern beeilen, aber ab hier ist der Weg leider nicht ganz so ungefährlich, vor allem wenn man allein ist. Oh je, was soll ich bloß machen? Ich hab's. Kilian, ich bitte dich. Würdest du mich wohl begleiten? Ich bin auch schon fast am Ziel meiner Reise. Aber wenn ich mich nicht beeile, komme ich womöglich zu spät. Und allein traue ich mir das nicht zu. Oh je, die Zeit wird knapp. Bitte begleite mich. Ah. Immer wieder toll, wie man in diesem Spiel seine Entscheidungsfreiheiten hat. So. Da haben wir hier auch direkt den ersten Dungeon. Wow, es ist wunderschön hier. Natur pur, der absolute Wahnsinn. Kilian, hier entlang. Na los, beeil dich. Nanu? Die Brücke ist kaputt. Was machen wir denn jetzt? So kommen wir nicht weiter. Ah! Wie es aussieht, bleibt uns nichts anderes übrig, dort reinzugehen. Lass uns gehen, Kilian. So. Yay, wir kriegen unsere Tutorial-Tipps. Ich freue mich. Okay, Moment, jetzt muss ich hier sowieso erstmal schauen. Ja, unten habe ich Karte, okay. Stimmt, wir haben ja hier noch kein Attackenlevel-System am Anfang mit drin. Aber gut, das wird ja alles noch. Zum Glück habe ich hier schon eine Unlichtattacke. Oh, und ich sollte meinem Pikachu-Partner hier auf jeden Fall auch mal sagen, dass er das mit dem Heuler sein lassen soll. Moment mal. Was kannst du eigentlich? Mogli, Donnerschock, Heuler, Lutenschlag. Die beiden machen wir hier mal aus. Das sollte erstmal reichen. So. Und bam, 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 bam. Ja. Natürlich wollte ich das jetzt eigentlich nicht. Oh, sehr schön. Du hast ihn paralysiert. Tolle Arbeit. So, da oben geht's nicht weiter. Oh, da ist eine Sinelbeere. Die ganzen Tutorial-Tipps überspringe ich hier einfach mal, wenn ihr nichts dagegen habt.
kriegst auch eine Gewissheit und noch einen Tackle hinterher. So. Ziemlicher Zickzack, diese erste Dungeon-Ebene. Aber hier haben wir jetzt auch schon die Treppe. So. Wir müssen den Baum anklicken. Was wird unser Baum wohl dazu sagen? Dass wir ihn jetzt einfach so gefällt haben. So. Sehr viele Sinelbeeren. Wie viele Items darf ich hier eigentlich besitzen mitnehmen? Gut, ich sehe jetzt nur einen Beutel. Ich weiß nicht, ob ich ein oder zwei oder drei am Anfang habe, aber ich meine, es waren zwei am Anfang. So. Die Dungeons sind heute irgendwie alle sehr linear aufgebaut. Ah, die erste Abzweigung, wow. Und sie führt in eine Sackgasse. Und hier haben wir schon wieder direkt die Treppe. Den verkloppen wir aber hier noch. Diapost, dich hat niemand vermisst. Geschafft. Wir sind auf der anderen Seite. Wir sollten gleich da sein. Nur noch ein kleines bisschen. Ja, ich möchte weitergehen. Yay, wir haben unseren ersten Dungeon gemeistert. Ja, ich möchte das Spiel speichern. Hurra, wir haben es geschafft. Da wären wir. Es wurde aber auch Zeit. Das ist alles dir zu verdanken, Kilian. Vielen, vielen Dank. Lass uns keine Zeit verlieren. In dem Brief stand ganz sicher, dass wir hier entlang müssen. Eine sehr, sehr schöne Einöde. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ich bin Morlord. Ich verwalte das Grundstück hier. Bist du zufällig Pikachu? Ja, das stimmt. Habe ich es doch gewusst. Du kommst von so weit her, musst müde sein. Da hat sich die Wartereise so doch gelohnt. Ich habe hier ganz alleine Löcher in die Luft gestarrt. Ich wollte schon die Heimreise antreten, so sehr habe ich mich gelangweilt. Aber nun, wo du schon mal hier bist... Bist du wirklich damit einverstanden? Immerhin ist die Gegend hier nicht sonderlich einladend. Außerdem breiten sich die mysteriösen Dungeons täglich weiter aus. Einen Moment mal. Okay. Wer weiß, was aus diesem Ort wird. Ja, aber gerade das macht den Reiz aus. Das nötige Kleingeld habe ich auch dabei. Wirst du es auch sicher nicht bereuen? Nun gut. Bitte, hier ist der Kaufvertrag. Pikachu hat das Grundstück von Morlord gekauft. Das Grundstück gehört nun ganz allein dir.
Du kannst damit anstellen, was du willst. Ich mag Morlot. Der ist so schön derpy. Hip hip, hurra! Ich werde diesen Ort in mein eigenes kleines Paradies verwandeln. Entschuldige, dass ich so aus dem Häuschen geraten bin. Ich habe dir vorhin erzählt, dass ich Abenteurer werden will. Und von hier aus werde ich meinen Traum wahr machen. Mein Traum ist es, ein Paradies für uns alle zu schaffen. Ein Pokémon-Paradies. Ein Pokémon-Paradies? Und hier soll dieses Paradies entstehen. Die mysteriösen Dungeons breiten sich weiter aus und niemand weiß, was hier noch geschehen wird. Das verunsichert natürlich viele Pokémon. Aber mich nicht, denn gerade diese Ungewissheit macht es erst so richtig spannend. Ich werde jeden Winkel dieser Gegend erkunden und mit vielen Pokémon Freundschaft schließen. Wir werden alle zusammenarbeiten und gemeinsam ein Leben voller Freude führen, das nichts zu wünschen übrig lässt. Ich möchte ein wahres Paradies auf Erden schaffen. Das ist mein größter Traum. Daher habe ich mir das Geld für dieses Grundstück im wahrsten Sinne des Wortes vom Munde abgespart. Außerdem waren die anderen Grundstücke viel zu teuer, der reinste Wucher. Ich hätte eigentlich gar keine Wahl. Schwamm drüber. Das ist der Ort, an dem mein Traum Wirklichkeit werden wird. Hier ist so eine blöde Fliege, die mich die ganze Zeit nervt. Hey, kannst du dich woanders hinfliegen? Sieh an, davon träumt Pikachu also. Wie schön, wenn man Träume hat. Ich bin schon vom bloßen Zuhören ganz aufgeregt. Und du, Kilian, was hast du nun vor? Weißt du schon, wohin du gehen wirst? Falls du noch nichts vorhaben solltest, nun, dann könntest du mir vielleicht dabei helfen, mein Paradies aufzubauen. Na, was hältst du davon? Wie bitte? Ganz alleine werde ich eine halbe Ewigkeit brauchen. Deshalb wollte ich mit möglichst vielen Pokémon anfreunden. Also, was sagst du, Kilian? Willst du mir zur Hand gehen? Ich weiß nicht so recht. Mir geht der Hilferuf aus meinem Traum einfach nicht mehr aus dem Kopf. Andererseits weiß ich überhaupt noch nicht, was es damit auf sich hat. Und ich wüsste auch nicht, wohin ich jetzt gehen sollte. Also gut. Warum sollte ich Pikachu also in der Zwischenzeit nicht ein wenig unter die Arme greifen? Vielleicht komme ich ja so der Lösung meines Rätsels einen Schritt näher. Wer weiß. Also dann. Wirklich? Du willst mir tatsächlich helfen? Klasse, vielen Dank. Von jetzt an sind wir beide Freunde. Und Weggefährten. Und nun, da wir Freunde sind, könntest du mir einen Spitznamen geben. Na, was hältst du davon? Such dir bitte einen schönen Namen für mich aus, ja? Okay. Damit wir ihn nicht ständig Pikachu nennen müssen. Da hat sich ja schon jemand freiwillig gemeldet, mein Partner sein zu wollen. Das wollte der Dommy sein. Also, hier bitte, Dommy, das ist für dich. Dommy, sagst du? Ja, sage ich. Dommy. Dommy, richtig? Gut, dann bin ich für dich von nun an Dommy. Der Name passt zu mir. Und hallo Baum, schön, dass du auch da bist. Ich werde mein Paradies erschaffen. Du kannst mich beim Wort nehmen. Die Begeisterung auf dem Gesicht von Dommy ist einfach ansteckend. Es war die richtige Entscheidung, meine Hilfe zuzusagen. Aber ich kann irgendwie immer noch nicht fassen, dass ich jetzt ein Pokémon bin. Und alles nur wegen einer Stimme, die mich im Traum rief. Ehe ich mich versah, hatte ich mich in ein Pokémon verwandelt. Ach ja. Voll passende Musik dazu. Wie es jetzt wohl dem armen Pokémon geht, das in meinem Traum verfolgt wurde. Ich muss ihm schleunigst helfen. Aber wie stelle ich das bloß an? Wo soll ich nur anfangen? Ich habe mehr Fragen als Antworten. Zunächst einmal muss ich herausfinden, warum ich in dieser Welt gelandet bin. Und außerdem, ich habe das Gefühl, wenn ich bei Dommy bleibe, wird etwas Aufregendes passieren. Ich habe das Gefühl, ein Abenteuer wartet auf mich. Kilian, wir werden unser Bestes geben, ja?
Zugegeben, noch sieht es hier ziemlich trostlos aus, aber du wirst deinen Augen nicht trauen. Denn hier wird unser ganz persönliches Paradies entstehen. Und dann haben wir jetzt endlich den Titelscreen. Baum, wieso tut dir das Pikachu leid? Also gut, Leon, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, aber besser ist meine Leitung leider nicht. So, yep, ich möchte das Spiel speichern. Wie die Zeit vergeht. Es wird schon dunkel. Und wir haben noch nicht mal ein Dach über dem Kopf. Na dann, schlafen wir heute wohl mal unter freiem Himmel, was? Hier draußen ist aber sehr frisch. Was ist zuerst zu tun? Genau, wir müssen ein Haus bauen. In der Tat. Nicht auszudenken, wenn es jetzt auch noch zu regnen anfangen würde. Also, das würde mir als Wasser-Pokémon jetzt ehrlich gesagt nicht so viel ausmachen. Hauptsache, wir sind erstmal vor Wind und Wetter geschützt. Lass uns morgen darüber nachdenken, ein Haus zu bauen, okay? Gute Nacht. Der Derplord ist auch wieder da. Guten Morgen. Ich wollte mal schauen, wie es euch geht. Habt ihr gut geschlafen? Guten Morgen, Morlord. Viel geschlafen haben wir nicht gerade, nein. Es war einfach zu kalt. Ringsrum war einfach nichts, was uns vor dem kalten Wind hätte. Was uns Schutz vor dem kalten Wind hätte bieten können. Deshalb sollten wir uns so schnell wie möglich ein Haus bauen. Nur wie stellen wir das am besten an? Nichts leichter als das. Ich kenne da jemanden in Raststadt, der ich dabei behilflich sein könnte. Echt? Aber sicher doch. Ihr braucht nichts weiter zu tun, als den Baumeister zu bitten, sich der Sache anzunehmen. Raststadt ist gleich um die Ecke. Warum geht ihr nicht gleich mal zu ihm? Oh, gerne doch. Lass uns gleich losgehen, Kilian. Bitten wir ihn, uns ein Haus zu bauen. Hier entlang. Dieses Grundstück ist wirklich unglaublich weitläufig. Hier entlang. Moor, Moor, Moor. Moor, Moor, Moor. Moor. Diese Straße benutzen hunderte reisender Pokémon. Daher entstand an diesem Ort Raststadt, wo sich müde Pokémon von den Strapazen ihrer Reise erholen können. Es ist gleich dort vorn. Lasst uns mal hingehen. So, da wären wir. Herzlich willkommen in Raststadt. Ein sehr schönes Plätzchen, finde ich. So lebhaft habe ich es mir hier nicht vorgestellt. Überall, wo man hinschaut, herrscht geschäftiges Treiben. Dieser Ort ist für sein kristallklares Quellwasser berühmt. Reisende trinken dieses Wasser, um ihren Durst zu stillen und sich für die weite Reise frisch zu machen. Das wird auch der Grund sein, weshalb es hier vom Pokémon nur so wimmelt. Zudem stehen den Besuchern hier allerlei Einrichtungen zur Verfügung. Diese geheimnisvolle Truhe heißt in ihrem Verwendungszweck entsprechend Lagertruhe. Sehr, sehr kreativer Name übrigens. Die Abenteurer können hier Geld oder Items ablegen und wieder an sich nehmen. Das ist einer von vielen Läden. Hier kann man kaufen, was das Herz begehrt. Es gibt auch noch eine Herberge samt Restaurant und vieles weitere mehr.
Zögert nicht, alle Einrichtungen in Anspruch zu nehmen. Hey, was soll das? Du bist doch gerade mit voller Absicht in mich reingerannt. Das hat wehgetan. Ach was, ich hab dich doch nur gestreift. Du hast überhaupt keinen Grund, hier so rumzuplärren. Pfff. Du mich auch. Da herrscht wohl dicke Luft. Und niemand macht Anstalten, die Streithände voneinander zu trennen. In letzter Zeit liegen die Nerven bei allen ziemlich blank. Es gibt immer mehr Streitereien. Was die Pokémon hier so beunruhigt, ist Gerüchten zufolge der Umstand, dass sich allerorten mysteriöse Dungeons ausbreiten. Ob das wirklich der Grund ist, weiß ich nicht. Jedenfalls sind in letzter Zeit alle Pokémon sehr leicht reizbar. Die Zahl selbstsüchtiger Pokémon scheint ebenfalls drastisch angestiegen zu sein. Auch vorhin hat niemand versucht, den Streit zu schlichten. Man hat den Eindruck, dass das Misstrauen und Gleichgültigkeit mittlerweile an der Tagesordnung sind. Wenn sich doch nur alle wieder besser verstehen würden. Schwierige Zeiten, in der Tat. Wenn man nur etwa irgendetwas tun könnte, um da wieder rauszukommen. Ach, vergessen wir das einfach. Ihr seid ja schließlich wegen eures Hauses hier, nicht? Ich gehe mal eben den Baumeister suchen. Schaut euch doch in der Zwischenzeit ein wenig im Ort um. Nichts lieber als das. Vielen Dank, Morlord. Hinweis, du kannst in Raststadt und deinem Paradies jederzeit den Spielstand speichern. Ja, das weiß ich. So, was ist hier? Ja, Donation Alert habe ich hier auch noch keinen eingestellt, Kenji. Da habe ich mich noch nicht dran gesetzt. Aber das ist schön, dass du schon mal donated hast. Oh, und hallo Nadine. Schön, dass du da bist. Und willkommen im Stream. Ich hoffe, du genießt diese tolle Dia-Show hier, weil mehr gibt meine Bambusleitung hier leider nicht her. So, dann... ihr kommt genau zur rechten Zeit. Die zwei Praktibalk dort sind die Lehrlinge des Baumeisters. Wir sollten sie fragen. Dürfen wir kurz stören? Wo ist euer Meister? Meister? Meinst du den Boss? Der ist im Restaurant dort. Euer Boss ist der Baumeister, oder? Wir möchten ein Haus bauen. Könnt ihr uns zu eurem Boss bringen? Klar. Hier entlang. Uns nach. Gut, gut. Viel Glück mit eurer Bitte an den Baumeister. Ich warte hier. Okay, danke. Ach, du bist schon seit 10 Minuten da. Sorry, ich war vorhin sehr stark im Lesefluss. Da habe ich dich unbedingt so auf den Chat geachtet. Wo ist euer Boss? Dort drüben? Da liegst du total daneben. Das ist nicht der Boss. Sieht so etwa ein Baumeister aus? Das ist Zwarones. Ihr gehören die Herberge und das Restaurant. Sie ist die Wirtin. Unser Boss ist dort drüben. Das ist Strepoli. Strepoli! Die Sache ist die... Der Boss ist manchmal etwas grob. Seid also vorsichtig. Strepoli! Hä? Was wollt ihr? Boss, die beiden hier. Was? Geht's etwa um einen Auftrag? Genau. Wir möchten ein Haus bauen. Wir dachten, dass uns ein Baumeister sicher dabei helfen könnte. Wir haben gehört, dass es hier einen gibt, deswegen sind wir hier. Wir würden dich natürlich dafür bezahlen. Wir haben nämlich noch kein Dach über dem Kopf. Bitte, baust du ein Haus für uns? Was sagst du, Boss? Er sagt das Gleiche wie Red immer. Er sagt viele Punkte.
Boss. Boss? Boss? Stahlpulli! Ah. Okay, ich nehme den Auftrag an. Wirklich? Ja, wirklich. Ich bin ein Baumeister. Und Baumeister meinen, was sie sagen. Danke. Kilian, wir haben es geschafft. Er wird unser Haus bauen. Um ein Haus zu bauen, braucht man Geld, nicht wahr? Noch haben wir kein Geld, aber wir werden uns ab sofort ins Zeug legen, welches zu verdienen. Nee, Geld will ich keins. Stattdessen könnt ihr etwas für mich besorgen. Hier in der Nähe gibt es einen Ort namens Felsenhöhle. Ich will, dass ihr mir einige der Steine holt, die im tiefsten Inneren der Höhle zu finden sind. Steine? Genau. Aquamarine. Um ein Haus zu bauen, brauche ich Baumaterial. Die Aquamarine kann ich gegen Baumaterial eintauschen. Die Steine findet ihr, wenn ihr bis ins Innerste der Felsenhöhle vordringt. Lasst mich mal überlegen. 5 kleine Exemplare sollten reichen. Wenn ihr mir die bringt, tausche ich sie gegen Baumaterial ein. Dann kann ich euer Haus bauen. Alles klar. Wir müssen dir also nur 5 Aquamarine bringen, richtig? Lass uns gehen, Kilian. Danke, Strepoli. Und auch euch, Praktibalk. Wie ist es gelaufen? Gut, er hat den Auftrag bereitwillig angenommen. Er hat gesagt, wenn wir zur Felsenhöhle gehen und dort etwas für ihn besorgen, baut er unser Haus. Verstehe. Das sind gute Nachrichten. Zur Felsenhöhle gelangt ihr über die Kreuzung außerhalb der Stadt. Super, dann machen wir uns gleich auf den Weg. Nanu, Praktibalk, was ist denn los? Wollt ihr uns noch etwas sagen? Nein, schon gut. Wirklich, es ist nichts. Viel Erfolg. Okay, danke. Wir werden unser Bestes geben. Von dieser Kreuzung aus kommt ihr zur Felsenhöhle. Aber es gibt etwas, das ihr beachten müsst. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber die Felsenhöhle ist ein sogenannter mysteriöser Dungeon. Ein mysteriöser Dungeon? Das habe ich jetzt schon mehrmals gehört, aber ich frage mich, was das ist. In dieser Gegend geschehen oft mysteriöse Dinge. Bei jedem Besuch ändert sich die Beschaffenheit der Gegend. Wenn man zum Beispiel unterirdische Wege entlang geht, kommt man an unerwarteten Orten heraus. In so einer mysteriösen Gegend warten bestimmt viele Abenteuer auf uns. Deswegen habe ich auch das Grundstück hier gekauft. Das klingt in der Tat spannend. Es ist ein toller Zeitvertreib und ab und zu findet man sogar seltene Schätze. Aber es kann auch passieren, dass ihr plötzlich von gewalttätigen gegnerischen Pokémon angegriffen werdet. Es sind sehr gefährliche Orte, deswegen möchte ich, dass ihr vorsichtig seid. Verstehe. Wie es aussieht, wird der Auftrag wohl nicht so einfach zu erledigen sein. Aber es ist ja auch nicht leicht, ein Haus zu bauen. Nun ja, gebt jedenfalls euer Bestes. Sag mal, Morlord, du hast uns ja gerade gesagt, wie gefährlich es wird, und trotzdem wirkst du so unbekümmert. Findest du das nicht etwas unangebracht? Meine Unbekümmertheit ist angeboren. Dagegen kann ich nichts tun. Außerdem? Habe ich das Gefühl, dass ihr es schaffen werdet. Das ist irgendwie beruhigend. Auch wenn ich dieses Gefühl überhaupt nicht begründen kann. Du bist mir einer. Aber wir wollen ja schließlich ein Haus haben. Also bleibt uns gar nichts anderes übrig, als es zu versuchen. Kilian, klären wir doch mal, worum uns Strepoli gebeten hat, bevor wir auf den Weg machen. Wir sollten bis ins Innerste der Felsenhöhle gehen und dort 5 Aquamarine holen. Das war alles, oder? Okay, dann lass uns gehen. Wir werden sie ihm auf jeden Fall bringen und dann werden wir unser Haus bauen. So. Was steht denn hier mitten dazwischen wieder alles im Chat? Okay, Don muss los. Dann sage ich Tschüss, Donny, falls du noch da bist. Und Direpost spoilert hier alle Teamkameraden. Sehr toll von dir. Okay. Ich habe noch überhaupt kein Geld. Wie schade. So, hier waren wir vorhin, jetzt geht's in die Felsenhöhle. Los, gehen wir.
holen wir uns die Aquamarine. Felsenhöhle U1. Okay. Ja, ich will kein Tutorial hier haben. Ich kenne das Spiel. So, dann dürfen wir uns hier mal wieder durch den ganzen schönen Dungeon durchkämpfen. So. Oh, Geld. Und immer noch kein Pokémon hier. Sehr, sehr kurvige Gänge. Ah, hier haben wir gleich zwei von denen. Hast schon recht. Sind sogar ganze drei Stück. Gut, dass die One-Hit umfallen hier. Von denen will ich keine Elektroattacke abkriegen. Also Diapos Morlord ist nicht der einzig coole Charakter in dem Spiel. Da gibt es noch viele andere. So, hier ist auch keine Treppe. Gut, dass es in diesem Spiel keinen Hungerbalken gibt. Okay, wir haben mal wieder das Suishumarusche Donnerberg-Syndrom. Die Treppe einfach im letzten Raum, wo man nachschaut. Hui, Domi ist auf Level 8 aufgestiegen. Und zum Glück dauert das alles überhaupt nicht lange, wenn jemand ein Level-Up hat. So, jetzt kriege ich auch noch ein Level-Up. Und wieder Text durchdrücken. Daher fast jeder findet, dass diese Dungeons sehr mysteriös sind. Treppe im letzten Raum. So. Moment, da können wir schön über die Ecke schießen. Da sind ein paar Wunderfelder, für den Fall, dass wir unsere Statuswerte mal resetten müssen. Oh, ein Top-Elixier. Sehr schön. Haben wir zumindest was, wenn die AP ausgehen. Ja, in dem Spiel gibt es keinen Hunger, Kenji. Das haben sie in diesem Spiel rausgenommen. In allen anderen Mystery Dungeon-Teilen war das aber so mit drin. Also es gibt ein paar wenige Dungeons ganz am Ende, die man nach der Hauptstory erst so wirklich machen kann. In denen hat man einen Hungerbalken. Aber das sind, wie gesagt, erst ganz, ganz späte Dungeons. Oh, hier bräuchten wir einen roten Schlüssel, damit wir hier durchkommen. Haben wir aber leider keinen dabei. Würde ich wahrscheinlich momentan sowieso noch nicht so gern in so einen Extra-Raum reingehen, weil die Pokémon, die in so einem sind, sind am Anfang ganz schön stark und ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier mit Level 8 schon kaputt kriege. Falls ich sie überhaupt treffe. Dass die meisten Pokémon hier irgendwie eine Schwäche gegen meine Gewissheit haben. Und eine Treppe.
Ein Zinkband hat hier jemand. Moment, das Klick suche ich. Und das nehmen wir mit. Oh nein, er hat mich mit seinem Faden beschossen. Hilfe. Jetzt muss ich wohl sterben. So. Hier geht's da runter. Das ist höchstwahrscheinlich eine Sackgasse, aber ich schaue trotzdem nach. Yep. So. Wo ist dieses Klick? Das ist nur ein Molimo, aber du bist kein Klick. Hier ist auch nichts. Natürlich. Wenn ich verwirrt bin, mache ich lieber mal nichts. Oh, ein Klick. Bist du das Klick, das ich suche? Ja, bist du. So. Dann haben wir doch zumindest schon mal etwas, was unsere Spezialverteidigung erhöht. Ist zumindest schon mal besser als gar nichts. Ja gut, immerhin etwas, Leon, ne? Puh, wir sind jetzt aber schon ziemlich tief ins Innere der Höhle vorgedrungen. Oh, da drüben. Da leuchtet was. Komm schon, Kilian. Keine Frage. Das müssen sie sein. Diese Steine, die Strepoli haben will. Weiter nach unten scheint es auch nicht mehr zu gehen. Das müssen also die richtigen Steine sein. Genau. Schnappen wir uns also ein paar dieser Aquamarine und gehen zurück. Alles klar, ich habe jetzt 5 Stück. Kilian, lass uns schnell zur Stadt zurückgehen, damit uns Strepoli endlich ein Haus bauen kann. Ja, ich möchte das Spiel speichern. Ah ja, jetzt kriege ich wieder diese tollen Nachrichten, dass ich für heute genug Abenteuer gemacht habe und erstmal eine Pause machen sollte. Mein Gott, ich bin erst seit 50 Minuten am Spielen. Das ist noch nicht mal eine Stunde. Kilian, beeil dich. Dami ist ja ganz aufgeregt. Die Freude über ein eigenes Haus ist wohl wirklich riesig. Aber ja, ich kann es Dami auch nachfühlen. Wir sind zurück. Zurück in Raststadt. Lass uns schnurstracks zur Strepoli gehen. Aua! Hey, pass doch auf. Entschuldigung, ich bin echt in Eile. Ich muss da mal weiter. Ich bin ganz schön erschrocken. Was war denn mit dem los? Naja, ist ja auch egal. Kilian, beeilen wir uns lieber. Oho, und? Habt ihr die Aquamarine? Klar doch, in der Höhle waren zwar ein paar fiese Gegner, aber wir haben es geschafft. Gut für euch, versprochen ist versprochen. Ich werde euch euer Haus bauen. Hurra! Aber erst bekomme ich die Aquamarine, also zeigt sie schon her. Natürlich. Nanu? Was ist? Die Aquamarine sind weg. Sie sind plötzlich verschwunden. Was? Seltsam. Ich war mir absolut sicher, sie eingepackt zu haben. Und jetzt kann ich sie nirgends finden. Strepoli! Na sowas. Ihr wart also gar nicht in der Höhle und habt die Aquamarine geholt? Wenn das so ist, kann ich euch leider kein Haus bauen. Aber wir haben die Aquamarine wirklich geholt. Du musst uns glauben. Wenn dem so wäre, hättest du sie mir doch jetzt gegeben, oder nicht? Naja, was soll's. Ist ja nicht so schlimm.
Dann geht ihr sie eben nochmal holen. Viel Glück. Ja, aber... Ja, man könnte tatsächlich mehr als 5 von denen mitnehmen. Ich meine, die Dinger sind anscheinend auch ein bisschen was wert, wenn man sie gegen Baumaterial eintauschen kann. Aber gut, das hier ist Spielelogik und Spielelogik wollen wir hier nicht unbedingt hinterfragen. Das ist merkwürdig. Ich bin mir sicher, sie mitgenommen zu haben. Das ist in der Tat komisch. Ich habe auch gesehen, wie Domi die Aquamarine eingesteckt hat. Und auf dem Rückweg ist die ganze Zeit vorne weggelaufen. Wären die Aquamarine runtergefallen, hätte ich das mitbekommen. Ich verstehe es zwar wirklich nicht, aber grübeln bringt jetzt auch nichts. Lass uns noch einmal losziehen und ein paar neue Aquamarine holen gehen. So. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 176, wir sind ja schon total reich. Keklion, hast du irgendwas, was man brauchen kann? Du würdest einen Belebersamen verkaufen, aber gut, ich habe noch nicht genug Geld dafür. Die sind ja hier in diesem Spiel noch arschteuer. Aber gut. Ein Vitalorb, das ist eine Win-Condition gegen den Endboss. Aber von denen kriege ich eh mehr als genug. So. Oh, ich darf nicht mal in die Lagertruhe ran. Hm? Nanu, das Pokémon da. Das ist doch das Pokémon, das vorhin... Na klar, vielleicht hat Domi die Aquamarine ja beim Zusammenstoß fallen lassen. Und vielleicht kann uns dieses Pokémon was dazu sagen, wenn wir es fragen. Hm? Was hast du, Kilian? Wie? Wir sollen das Pokémon von vorhin fragen, ob es etwas weiß? Verstehe. Falls wir die Aquamarine wirklich auf dem Rückweg verloren haben, dann könnte dieses Pokémon sie ja durchaus gefunden haben. Wenn wir hier weiter so rumtrödeln, verlieren wir es noch aus den Augen. Kilian, zack ich jetzt. Hey, wartet bitte. Hm? Wer ruft denn da nach uns? Ach, die Praktibalk. Ihr müsst uns bitte entschuldigen, wir haben es gerade sehr eilig. Wir wissen Bescheid. Er folgt Zurukex, nicht wahr? Zurukex? Du meinst dieses Pokémon eben, es heißt Zurukex? Ja, und wir wissen auch, wohin er will. Hä? Er ist zum Wandelpass gegangen. Dort findet ihr Zurukex. Genau, und ihr Knirpse, also ihr solltet euch auf jeden Fall schnell dorthin begeben. Verfolgt Zurukex und holt euch zurück, was euch gestohlen wurde. Holt euch die Aquamarine zurück. Die Aquamarine wurden uns gestohlen? Es passierte, bevor ihr das Restaurant betreten habt, als Zurukex dich von hinten angerempelt hat. Bei der Gelegenheit hat er eure Aquamarine gestohlen. Was? Aber... Woher wisst ihr beiden das? Weil wir... Bitte verzeiht uns. Wir hatten wirklich keine bösen Absichten. Hey, hey! Wartet gefälligst! Und weg sind sie. Ich weiß zwar nicht wirklich, was das Ganze soll, aber die Praktibalk haben uns aufgefordert, die Aquamarine zurückzuholen. Und gesagt, dass dieser Zurukex sie bei dem Zusammenstoß gestohlen hat. Beim Zusammenstoß mit Zurukex... In diesem kurzen Augenblick soll er sie uns gestohlen haben? Aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Praktibalk uns anlügen. Kilian, am besten wir verfolgen Zurukex und sehen, was er zu sagen hat. Zurukex soll doch zum Wandelpass gegangen sein, oder? Ich vermute mal, wir kommen von der Kreuzung aus dorthin. Also los, gehen wir zur Kreuzung. So, erstmal wieder Chat nachlesen. Ja, es ist wirklich überraschend, wie Pikachu die Steine aus dem Teppich rausbuddeln kann. Und ja, Pikachu kann das anscheinend. Speziell du. Ja, das Spiel ist so unschuldig, dass die Stein nicht einmal in Erwägung gezogen wird. Ja gut, es ist halt ein Spiel für Kinder. Kann man halt sehen, wie man will. Okay. So, Lagertruhe. So, das Geld kann ich eigentlich noch mitnehmen. Aktuell besteht noch nicht wirklich die Gefahr, dass ich an die Geldobergrenze komme. Okay, ich habe 5 Sinelbeeren und 2 Top-Elixiere. 4 Sinelbeeren reichen. Wir haben in dem Dungeon zwar jetzt unseren ersten Miniboss mit drin, aber gut.
Du fragst dich, wie die Bosse in dem Spiel so sind. Mensch, Diapos, tu doch nicht so. Du weißt doch, dass die alle recht einfach sind. Mit Ausnahme vom ersten. Der ist der Einzige, der ein bisschen was drauf hat. Weil ab dem zweiten kann man sich vorher überleveln. Und der wandert da hinten schon wieder ziellos durch die Gegend. So, dann dürfen wir jetzt zum Wandelpass. Ein sehr schöner Dungeon, wie ich übrigens finde. Wandelpass, Ebene 1. Ich finde es schön, wie sie in dem Spiel die Dungeons einfach mal so aufgebaut haben, dass man hier teilweise auch solche Passagen hat. So, ein Felino. Komm, du kriegst eine Gewissheit. Und du kriegst eine Aquaknarre. Ja, heul doch. Bringt dir eh nichts, wenn ich dich speziell angreife. So, zweiter Schalter. Und dritter Schalter. Wow, was für ein schwieriges Rätsel. Das hat mich sehr viel Mühe gekostet, das überhaupt zu lösen. Und natürlich steht die Standardantwort hier immer auf Nein. So. Da ist Geld, ein Allkraft-Orb, okay. Du tackelst hier mich so einfach. Darfst du das? Ja, mit dem Orb. Oh, Glitzerboden. Und es ist ein Pokémon, natürlich. Wäre ja zu schön gewesen, wenn hier schon irgendwie tolle Items gewesen wären oder sowas. So, die Frage ist, wollen wir jetzt einfach mal den Dungeon rushen oder wollen wir hier noch ein bisschen erkunden? Ich erkunde einfach mal noch ein bisschen. Vielleicht finden wir noch ein paar schöne Items. Wollt ihr eigentlich generell, dass ich die Dungeons durchrushe oder soll ich sie komplett erkunden oder soll ich powerleveln? Also Powerleveln werde ich sowieso erst machen können, sobald ich ein gegründetes Team habe. Also bevor nicht ein paar bestimmte Sachen in der Story passiert ist, wird das eh nix. Und ob es eine Werbeeinblendung gab, habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ich schaue die meiste Zeit auf meinen DS. Okay, hier ging es nirgendwo hin. Langsam könnte ich mal so ein tolles Wunderfeld brauchen. Ja, Leon, da hast du irgendwie recht. Donny sabotiert meinen Stream. Ach, auf minus 2 Angriff lasse ich das lieber den Dommy hier machen. Gut, dass Statik in diesem Spiel total OP ist. Ui, und ich habe Level 9 erreicht. Sehr schön. Yay, total viel Text, der sich zum Glück überhaupt nicht skippen lässt und so. So.
So. Okay, ich glaube, ich gehe zur Treppe. Moment, darauf geht's schneller. Ich finde es ja irgendwie immer faszinierend, dass man Wunderfelder immer genau dann findet, wenn man sie nicht braucht, aber kaum braucht man mal eins, ist auf der gesamten Ebene kein einziges. So, wieder ultra komplizierte Rätsel hier. Was haben wir hier? Eine Persifbeere, gut, für den Fall, dass ich mal vergiftet werde. Komm mal, kleines Ohr doch. So. Was haben wir hier noch? Eine Sinelbeere. Oh, zum Glück konnte ich dieses ultraschwere Rätsel wieder so leicht lösen. Wieder weiter. Dann sind wir jetzt schon auf Ebene 4. Was haben wir hier? Ein Stopperorb. Oha. Mächtig. Ja, genau, der eine verringert meine Verteidigung, der andere meine Initiative. Hey, ein Wunderfeld. Und wir können es ausnahmsweise mal brauchen. Okay. Komm mal her. Gut. Gehen wir einfach weiter. So. Hinweis, das Ziel ist schon sehr nah. Noch ein kleines Stück. Vorsicht ist geboten. Jupp. Bla 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 bla. Ja, weiß ich alles schon. So. Was haben wir denn alles? Die lege ich mal weg. Wobei, mir reicht, glaube ich, wenn ich 4 Sinelbeeren habe. Ich habe jetzt dann im nächsten einen Bosskampf. Top-Elixiere brauche ich, glaube ich, auch nicht. Wobei, für den Fall der Fälle, man weiß ja nie, was bei dem Bosskampf wieder alles passiert. Ihr dürft mir übrigens immer noch gern sagen, ob ich die Dungeons jetzt rushen soll, ob ich sie erkunden soll oder ob ich powerleveln soll. Hätte ich gerne eine Antwort von euch. Ihr schaut bei dem ganzen Mist hier ja zu. Hier ist Geld. Gehen wir erstmal weiter. Hey, Kilian, weiter vorne scheint es sich ein wenig aufzuklaren. Lass uns weitergehen. Oh, na wer ist denn da? Hi, Bloody! Oh, sieh nur. Und Bloody, der Unterschied ist, wenn ich die Dungeons durchrushe, dann sofort, sobald ich die Treppe sehe, werde ich sie gehen und einfach den Dungeon einfach weitermachen. Wenn ich den Dungeon erkunden will, dann ja, erforsche ich einfach die komplette Ebene und gehe am Schluss zur Treppe. Wenn ich powerleveln werde, dann
Ja, das kann ich sowieso erst machen, wenn mein Team fertig ist. Aber momentan mal der Unterschied zwischen den ersten zwei Optionen. Endlich, da ist Zorokex. Wir haben ihn. Komm, Kide, wir stellen ihn gleich zur Rede. Da kommt jemand. Ich fasse es nicht. Was? Wir sollen uns verstecken? Oh! Was soll denn das auf einmal? Hä? Jetzt soll ich auch noch flüstern? Was ist denn hier los? Was? Aber das ist doch... Strepoli. Was hat denn Strepoli hier verloren? Tut mir leid. Hat etwas länger gedauert. Noch langsamer ging es wohl nicht, wie? Lass uns zum Geschäftlichen kommen. Hab dich nicht so. Schließlich soll uns ja keiner auf die Schliche kommen. Es ist gar nicht so leicht, diese Nummer hier sicher über die Bühne zu bringen. Aber du bist noch ganz der Alte. Einmal Gauner, immer Gauner, was? So, wo ist meine Kohle? Weg dich wieder ab, ich stehe zu meinem Versprechen. Warst du eigentlich früher auch schon so habgierig? Habgierig, das sagt der Richtige. Für diese Aquamarine kannst du am besten Unsummen verlangen und dir so eine goldene Nase verdienen. Verglichen damit ist der läppische Betrag, mit dem du mich hier abspeist, blanker Hohn. Nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Tja, ganz falsch liegst du damit zugegebenermaßen nicht. Natürlich könnte ich auch selbst in die Felsenhöhle gehen und mir welche besorgen, aber das ist mir etwas zu brenzlig. Da kam dein Hilfsangebot natürlich wie gerufen. So ist es für mich einfacher und schneller. Ich werde dafür sorgen, dass mir diese Schwachköpfe weitere Steine besorgen. Und dann werde ich dich wieder um die übliche Bezahlung bitten. Wie bitte? Du willst diese Töppel nochmal losschicken? Ganz genau. Immerhin sind sie dumm genug zu glauben, dass ich ihnen ihr Häuschen bauen werde. Auf diese Weise kann ich sie bis in alle Ewigkeiten Aquamarine anschaffen lassen. Im Ernst? Boah, bist du abgebrüht. Es ist doch ihr großer Traum, sich ein eigenes Haus zu bauen, oder? Sie werden sich an ihren Traum klammern, den du nicht zu erfüllen gedenkst. Und auf ewig neue Steine bringen, in der Hoffnung, eines Tages belohnt zu werden? Beim bloßen Gedanken muss ich schon heulen. Hast du denn gar kein Herz? Soll ich etwa auch losflennen? Wegen einer solchen Nichtigkeit? Halt du lieber mal den Ball flach zurück, Hex. Bei deinen Geschäften im Westen kennst du ja auch keinen Skrupel. Wo du recht hast, hast du recht. Ihr miesen Schofte! Was? Was habt ihr beiden denn hier verloren? Wir sind Zorokex bis hierher gefolgt, Strepoli. Dass du dich nicht schämst, uns so an der Nase herumzuführen. Ach was. Was ist dem Leben schon gerecht? Ehrlich, wer da am längsten war einmal. Eure Träume sind schuld daran, dass ihr in das Licht geführt wurdet. Wer anderen auf den Leim geht, ist selbst schuld. Ihr seid mir auf die Schliche gekommen und habt meine Masche durchschaut. Alle Achtung, ihr Nieten. Und nun? Was habt ihr nun vor? Wollt ihr es etwa mit uns beiden aufnehmen? Wer sich nicht wie ein halbes Leben in der Unterwelt getummelt hat, der ist mit allen Wassern gewaschen. Seid gewarnt. Ich habe mehr gesehen und erlebt, als ihr euch in euren kühnsten Träumen vorstellen könnt. Ihr Würstchen macht besser einen Abgang. Das hättest du wohl gerne. Dabei habe ich es euch doch nur gut mit euch Pfeifen gemeint. Ihr habt wohl den Verstand verloren, wie? Mir soll es recht sein. Dann werden wir euch jetzt eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. Ihr werdet es noch bereuen, uns herausgefordert zu haben. Auf geht's! So, erster Bosskampf gegen Zorokex und ich mache direkt einen Volltreffer, sehr schön. Dafür misse ich mit dem zweiten Schlag erstmal. Oh, Parahex, yay. Das ist mir jetzt schon fast ein bisschen zu brenzlig hier. Nehmen wir mal lieber eine Siedelbeere. Und Strepoli hat sich mal wieder selber paralysiert. Okay, Zorokex ist down.
Bevor da noch was anbrennt. Okay, der wäre eh fast tot gewesen. Vergesst es, ihr habt keine Chance. Ich werde auf keinen Fall verlieren. Strelpulli! Los geht's! Boss, bitte hör auf! Was? Boss, wir flehen dich an. Bitte, hör auf damit! Ihr zwei, was macht ihr hier? Habt ihr etwa... Na klar, ihr habt mich an die beiden verpfiffen. Ihr seid die einzigen, die in Frage kommen. Ihr wart das. Strelpulli! Boss, hör auf mit den Gaunereien. Das war das letzte Mal, verstanden? Was? Wir haben die Nase voll davon. Wir arbeiten gar nicht mehr, sondern drehen nur noch krumme Dinger. Wir wollen das nicht mehr mit ansehen. Früher warst du mal ganz anders. Du hast gearbeitet und warst immer freundlich. Aber jetzt... Du bist einfach nicht mehr du selbst, Boss. Was? Was fällt euch ein? Widersetzt ihr euch mir etwa? Wir haben keine Lust mehr auf Gaunereien. Bitte, Boss, wir flehen dich an. Können wir nicht wie früher ehrlicher Arbeit nachgehen und Spaß dabei haben? Ihr wollt wie früher zusammenarbeiten? Ausgerechnet ihr? Ihr wisst doch ganz genau, dass das unmöglich ist. Strelpulli! Was? Was tust du denn da? Lasst euch eins gesagt sein. Was vorbei ist, ist vorbei. Es gibt kein Zurück mehr. Der Pimp-Crack-Pulli. Tolle Beschreibung für Strelpulli. Autsch. Seid ihr in Ordnung? Anscheinend ist irgendwas vorgefallen. Erzählt uns, was passiert ist. Okay. Unser Boss, er war früher ein fähiger Baumeister. Seine Arbeit genoss einen ausgezeichneten Ruf. Wir waren so beeindruckt von seinem Können, dass wir zu ihm in die Lehre gingen. Die Arbeit mit dem Boss hat total viel Spaß gemacht. Aber eines Tages hat sich der Boss so schwer am Rücken verletzt. Seitdem macht sein Körper nicht mehr ganz mit. Er konnte sich nicht mehr so bewegen wie vorher und deswegen lief es mit der Arbeit schlecht. Er kam aus der Übung, mit seinem Können ging es rapide bergab. Aber dennoch, obwohl sein Geschick immer mehr nachließ, legte er sich bei allem, was er tat, voll ins Zeug. Er war stolz auf seine Arbeit. Aber dann ist diese Sache passiert. Was für eine Sache? Wir bekamen den Auftrag für ein Pokémon, ein Haus zu bauen. Zu dem Zeitpunkt gingen unsere Aufträge schon sehr zurück. Also waren wir natürlich echt froh. Wir haben alles gegeben, um dieses Haus zu bauen. Als wir fertig waren, fing der Auftraggeber an, unsere Arbeit niederzumachen. Und dann zerstörte er das Haus vor unseren Augen. Wie bitte? Zuerst dachten wir, er hätte es getan, weil wir schlechte Arbeit geleistet haben. Dagegen hätten wir nichts sagen können. Aber das war nicht der Grund. Er wollte uns nur verspotten. Von Anfang an. Was? Verspotten? Er hat das Haus von vornherein nur bauen lassen, um es dann wieder zu zerstören. Er hatte auch nie vor, die Rechnung zu bezahlen. Er hat das Haus vom Boss als Schrotthaufen beschimpft. Und es zerschlagen, bis wirklich nur noch ein Haufen Schrott übrig war. Es war der Tag, in dem der Boss das Vertrauen in sich und seine Arbeit verlor. Er war völlig verzweifelt und hörte auf zu arbeiten. Schließlich fing er an, krumme Dinger zu drehen, so wie jetzt. Was für eine schreckliche Geschichte. Aber wenn ich das richtig verstehe... Hat dieses Pokémon das Haus nur bauen lassen, um sich einen Spaß mit euch zu erlauben, richtig? Es hatte absolut nichts mit der Qualität eurer Arbeit zu tun, oder? Es besteht also gar kein Grund für Strelpulli an sich selbst zu zweifeln, nicht wahr? Genau das haben wir ihm auch gesagt, aber er hört einfach nicht auf uns. Den Boss hat es so sehr getroffen, dass sein handwerkliches Können nachgelassen hat. Und dann auch noch zusehen zu müssen, wie ein Bauwerk, in das er sein Herzblut gesteckt hat, mutwillig zerstört wird... Kein Wunder, dass er sein Selbstvertrauen verloren hat, nachdem er das mit ansehen musste. Trotzdem, deswegen andere zu betrügen ist falsch.
Wir wollen, dass der Boss damit aufhört. Wir dachten, euer Auftrag sei eine gute Gelegenheit, ihn dazu zu bringen. Deswegen haben wir euch auch die Wahrheit über Zorokex erzählt. Aber letztendlich wird sich der Boss wohl doch nicht mehr ändern, oder? Wir möchten so gern wieder richtig mit ihm zusammenarbeiten. Wir wollen, dass er wieder ganz der Alte wird, wie jemand, der Spaß an seiner Arbeit hat. Kilian, denkst du dasselbe wie ich? Ja. Wir haben uns entschieden. Wir werden Strepoli trotz allem bitten, unser Haus zu bauen. Was? Obwohl er zu fies zu euch war? Warum? Unsere Entscheidung steht fest. Niemand anders als Strepoli soll unser Haus bauen. Wir möchten ein Haus, in das ihr noch einmal euer ganzes Können und Herzblut steckt. Strepoli ist dort entlang gegangen. Wir werden ihn fragen, ob er mitmacht. Selbst wenn er Nein sagt. Fragen kostet nichts. Danke. Vielen Dank. Lasst uns alle zusammengehen. Auf zu Strepoli. Ja, Leon, da hast du schon irgendwo recht. Der alte Pimp. Wandelpass, Ebene 7. Ui. Da war ja was. Versammlungscape. Manchmal ganz schön tückisch, die Teile. Wenn die Gegner die aufsammeln, porten sie sich einfach mal direkt zu mir. An sich kann man die Dinge auch dazu benutzen, um abwesende Teammitglieder zu sich herzuholen. Und hallo Dranu. Schön, dass du auch endlich hier bist. So. Okay, hier ist die Treppe. Also Leon, das ist einfach nur gut, das ist einfach nur schöne Übung. Mehr ist das nicht. So. Haben wir noch irgendwas dabei, was wir jetzt gerade definitiv nicht brauchen? Das Ding braucht man nicht. Ich nehme die Pursivbeere einfach mal mit. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich mag übrigens das Dungeon-Theme hier vom Wandelpass hier, also ab den oberen Ebenen. Finde ich richtig schön gemacht, dass sie hier von den Dungeon-Teams so schöne Arrangements eingebaut haben. Zum Glück dauern die Animationen auch überhaupt nicht lange. Okay. Einstrahlwickel. Moment, ich müsste hier, glaube ich, sowieso mal ganz kurz was einstellen. Moment, wo war das nochmal? Hier. Okay, das war einfach nur die Farbe von den Dingern. Da bleiben wir bei Blau, die Lautstärke passt. Ja, das lassen wir so. Die Karte machen wir mal nach oben.
Dann habe ich sie nämlich besser im Blick. Jetzt muss ich nur noch irgendwie einstellen können. Moment mal. Wo waren das nochmal? Also das müsste, glaube ich, auch irgendwo hier sein. Moment mal. Keine Ahnung, wo diese Option nochmal war. Kriege ich wahrscheinlich erst später. Okay. Es ist zwecklos. Meine Kraft reicht nicht aus. Strepoli. Ihr zwei schon wieder. Wir haben nach dir gesucht, Strepoli. Ihr seid also immer noch wütend. Gut, dann kommt nur. Was? Nein, deswegen sind wir nicht hier. Wir wollten nur... Strepoli! Ich kann keine Häuser mehr bauen. Selbst wenn ich wollte, habe ich nicht mehr die Kraft, ein Baumeister zu sein. Aber ich habe noch Kraft genug, um beim Kämpfen ordentlich auf den Putz zu hauen. Eine äußerst destruktive Kraft also. Kilian, pass auf! Ihr sollt meinen ganzen Zorn spüren. Macht euch auf was gefasst. Nun, wir dürfen ihn nochmal verkloppen. Wird zum Glück niemals langweilig. Okay, so. Dann... geht natürlich erstmal wieder alles daneben hier. Sehr schön, der ist wieder paralysiert. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Seid ihr jetzt zufrieden? Aber ganz egal, wie wütend ihr auch seid, ganz egal, wie sehr euch etwas gegen den Strich geht, es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Heutzutage gibt es nur zwei Sorten von Pokémon. Diejenigen, die lügen, und diejenigen, die sich belügen lassen. Der Ehrliche ist der Dumme. Ihr seid selbst schuld, wenn ihr so dumm seid und euch hinters Licht führen lasst. Schuld ist nicht der Einzelne, sondern die ganze Welt. Es mag stimmen, dass die Welt von heute ein unfriedlicher und rauer Ort ist, aber genau das kann und will ich nicht akzeptieren. Aber wir sind schließlich nicht hergekommen, um mit dir über die Welt zu philosophieren. Wir sind hier, weil wir dich bitten wollen, ein Haus für uns zu bauen. Was? Und das, obwohl ich euch mit euch so übel mitgespielt habe? Ihr wollt mich trotzdem bitten, ein Haus für euch zu bauen? Ja. Und das nötige Geld und Baumaterial kriegen wir schon irgendwie zusammen. Also, wärst du bereit, uns das Haus zu bauen? Ha. Ich muss schon sagen, ihr zwei seid echt unglaublich. Kapiert ihr denn nicht, dass ich euch die ganze Zeit belogen habe? Ich glaube an gar nichts mehr, schon gar nicht an die Welt von heute. Und erst recht nicht an mein handwerkliches Geschick. Seht euch doch mal die Narbe auf meinem Rücken an. Aufgrund dieser Verletzung gehorcht mir mein Körper nicht mehr. Ich kann nichts mehr bauen. Selbst wenn ich euch mein Haus bauen würde, wäre es am Ende ganz schief und krumm. Habt ihr es jetzt endlich verstanden? Ich war einmal ein Baumeister, aber das ist lange her. Ihr müsst verrückt sein, mich zu fragen, ob ich ein Haus für euch bauen würde. Boss, das stimmt doch gar nicht. Ihr beiden. Domi und Kilian wissen bereits von deiner Verletzung. Wir haben ihnen davon erzählt. Was habt ihr? Und obwohl sie davon wissen, wollen sie unbedingt, dass du ihr Haus baust. Was? Strepoli, du hast doch eben gesagt, du könntest kein gutes Haus bauen, oder? Aber uns stört es überhaupt nicht, wenn es am Ende schief und krumm ist. Und wenn du erstmal wieder arbeitest, wirst du mit der Zeit auch wieder besser.
Wir wollen, dass du unser Haus baust, Stripoli. Solange du dein Herzblut reinsteckst, muss es nicht perfekt sein. Wir wollen kein perfektes Haus. Wir wollen eins mit Persönlichkeit. Und das ist es, was für uns zählt. Außerdem, diese beiden Praktiker stehen dir zur Seite, komme was wolle. Selbst wenn du vom rechten Weg abweichen solltest. Selbst wenn du sie vor Wut anbrüllen solltest. Sie glauben fest daran, dass ihr wieder wie früher zusammenarbeiten könnt. Sie halten dir Treue, Nils Stripoli. Nun, was gedenkst du zu tun? Sie mühen sich ab, dir zu helfen. Willst du es ihnen wirklich so danken? Boss, lass uns wieder gemeinsam arbeiten. Lass uns wieder Spaß bei der Arbeit haben. Bitte, Boss. Wir hatten doch so eine schöne Zeit damals. Und so kann es wieder sein, Boss. Ihr beiden. Gib dir einen Ruck, Stripoli. Bau uns ein Haus. Eins, wie du, nur du es bauen kannst. Boss. Boss. Domi, Kilian. Einverstanden. Ich werde euch euer Haus bauen. Stripoli. Wirklich? Ja. Ich werde all mein Herzblut in den Bau des Hauses stecken. Aber... Entschuldigt mich jetzt bitte für einen Moment. Ich kann die Tränen nicht länger zurückhalten. Und so ergab es sich, dass Stripoli, Domi und Kilian versprach, ihnen ein Haus im Paradies zu bauen. Kaum waren alle vom Wandelpass zurück, begannen Stripoli und die Praktiberg auch schon mit dem Bau des Hauses. Und Kilian und Domi, ja sogar Morlord, sie halfen beim Hausbau mit. Und dann, einige Tage später. Es ist vollbracht. Unser Haus ist fertig. Es ist ein wirklich interessantes Haus geworden, nicht wahr? Tut mir wirklich leid, dass es nicht mehr hermacht. Mehr bringe ich im Moment leider nicht zustande. Aber das Haus hat wirklich Charakter. Ich finde es richtig toll. Das Äußere mal außen vor gelassen. Ich hatte irre viel Spaß bei der Arbeit. Du sagst es. Ich glaube, mehr Spaß hatte ich noch nie bei der Arbeit. Wie soll ich sagen? Es ist zwar schon ein wenig krumm und schief, aber sei es drum. Ich weiß auch nicht genau wieso, aber ich bin total zufrieden damit. Naja, ein Hingucker ist es wirklich nicht. Das ist doch völlig egal. Ich finde es einfach klasse. Stripoli, ihr beiden Praktibike. Und auch du, Morlord. Vielen, vielen Dank. Jeder hat sein Bestes gegeben. Das ist alles, was zählt. Jedenfalls ist das hier jetzt unser neues Zuhause! Moment. Was würde passieren, wenn die ihre Holzklötze und Stahlträger nicht mehr tragen würden? Wären es dann neue Pokémon und Entwicklungsformen, Non-Alola-Formen oder so? Interessante Frage, aber soweit ich das beurteilen kann, sind diese Holzflöcke und dieser Stahlträger mehr oder weniger Teile von ihnen. So, für heute hattest du genug Abenteuer, du solltest erstmal eine Pause machen. Und ich denke, das werde ich hier erstmal ganz kurz machen. Das ist jetzt noch nicht das Ende vom Stream. Ich mache hier einfach mal eine kurze Pause. Ich brauche eine Kleinigkeit zu trinken und ich würde sagen, so circa 10 Minuten Pause können wir uns jetzt mal gönnen. Also gut. Ich mache hier erstmal einen Pausenscreen an, nehmen wir heute mal den hier. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. So, einmal hier.